Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander diesen Gottesdienst feiern. Und gleich am Anfang möchte ich dich begrüßen, wenn du im Stream mit dabei bist. So schön, dass du auch mit uns diesen Gottesdienst erlebst. Wir haben heute eine Menge vor. Wir werden heute unsere Serie, die uns so Richtung Ostern geleitet hat, heute beenden. Wir werden heute den Henning hören über alle Standorte aus dem Stream. Aber wir haben auch ein ganz besonderes Highlight heute hier im Gottesdienst vor Ort. Und das wird die Taufe sein. Wir haben zwei Täuflinge und wir haben so ein bisschen eine Geschichte, dass aus zwei manches Mal auch drei oder vier werden. Vielleicht gibt es jemanden, der auch heute sagt, boah, Taufe, ich habe mich zwar nicht angemeldet, aber ich merke, es ist dran für mich. Dann darfst du das gern schon mal überlegen. Das sind die richtigen Taufen, bei dem Wetter übrigens. Also das sind die ganz echten Taufen. Wir taufen nachher gleich draußen auf dem Hof. Vielleicht bist du das erste Mal hier, hast noch nie einen Gottesdienst von uns erlebt, dann fühl dich ganz besonders willkommen. So schön, dass du da bist. Wir wünschen uns, dass du diesen Gottesdienst mit uns einfach erlebst und dass du dich wohlfühlst. Und das ist uns ganz wichtig, deswegen kriegst du auch gleich nach dem Gottesdienst ein kleines Begrüßungsgeschenk. Wende dich dazu einfach an den Welcome. Und dann wirst du sehen, dass auch wenn wir hier im Kino sind, wir einen Gottesdienst feiern mit allem drum und dran. Wir werden gleich singen miteinander und dann stehen wir auch auf und so weiter. Aber du bist unser Gast, fühl dich wohl, so wie du bist. Wenn du lieber sitzen bleibst, ist auch kein Problem. Dann darfst du auch das gerne tun. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl bei allem, was du erleben wirst, inklusive Taufe und Predigt und allem. So schön, dass du da bist. Easy, wir starten gleich mit Worship. Und Worship ist ja so ein bisschen was Normales für uns im Gottesdienst, was halt so läuft. Und doch wissen wir manchmal, oder ist uns manchmal gar nicht so richtig bewusst, was wir da tun. Und du willst uns da ein bisschen mit reinnehmen. Sag uns doch was dazu. Genau, guten Morgen miteinander. Für mich ist heute besonders wichtig, dass wir Gott tatsächlich immer loben und preisen, auch wenn die Umstände vielleicht anders aussehen. Und ich weiß nicht, wie ihr eure letzte Woche jetzt verbracht habt. Meine war tatsächlich nicht ganz so toll. Also wir hatten, ich habe eine Panne mit meinem Auto gehabt, das wurde repariert. Vorgestern hatte mein Mann einen Totalschaden. Mit seinem Auto ist ihm jemand reingefahren. Gestern kam dann noch spontan dazu, dass ich mir meinen Zeh gebrochen habe und dann 4 Stunden in der Notaufnahme saß und gewartet habe. Und das sind einfach so Sachen, wo ich heute Morgen dachte beim Aufstehen, ja, ich fühle mich jetzt nicht wirklich danach, Gott zu loben und zu preisen. Aber es ist mir wichtig, mich tatsächlich jedes Mal neu wieder dazu zu entscheiden, weil Gott immer größer ist und einen Plan hat und immer die Kontrolle hat. Und ich weiß, er hat schon viele Wunder getan und er wird es noch weiter tun. Und dafür möchte ich ihn loben und preisen heute Morgen und auch euch einladen. Tatsächlich, wir werden gleich singen, praise when I feel it and praise when I don't. Also, Gott loben und preisen, wenn ich mich danach fühle und auch, wenn ich es nicht tue. Und ja, ich möchte euch einladen, jetzt einfach mit uns aufzustehen, um Gott wirklich zu preisen, für wer er ist und dass er immer alles unter Kontrolle hat. Ja, vielleicht magst du das direkt machen mit Aufstehen, wenn du magst, wie gesagt, einfach wie du es fühlst, viel wichtiger wie das Äußere ist, einfach das Innere und wo dein Herz steht. Und vielleicht fühlst du heute Morgen auch den Worship noch nicht, dann darfst du, wenn du das gerne möchtest, dich entscheiden, weil das lohnt sich. Weil eine Begegnung mit Jesus, eine Begegnung mit Gott verändert einfach alles. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt gleich in den Worship gehen dürfen, dass wir miteinander singen dürfen und dass es hier nicht einfach nur um irgendein Gesinge geht. Jesus, es geht um dich. Und ich bete jetzt ganz besonders für die, die es noch nicht fühlen, für die, die sagen, hey, irgendwie die Woche war so herausfordernd, ich brauche irgendwie was und irgendwie ich habe gar nicht so viel zu geben. Jesus, ich danke dir, dass du schon da bist. Und dass in dem Moment, wenn wir uns dir zuwenden und dir zusingen und beten, dann hörst du uns und dann begegnest du uns. Und dafür danke ich dir. Amen. One, two, three, four. Let everything that has breath praise the Lord.
Praise the Lord, let everything, let everything that has breath, that has breath. Praise the Lord, praise the Lord. I praise in the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is the weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Feel it inside. Praise the Lord, oh my soul. Oh, 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 oh. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I won't be quiet, our God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord of my soul. Woo! Chop, 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 chop. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us pray. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you.
will sing about. You've already won, for the battle is the Lord's. I will shout it out, I will sing about. You've already won, for the battle is the Lord's. I will shout it out, I will sing about. You've already won, for the battle is the Lord's. I will shout it out, I will sing about. You've already won, for the battle is the Lord's. I will shout it out, aus ganzem Herzen preisen jetzt. Cause your reign is the highest, your name is
Jesus, wir sind gerade in diese Worship-Zeit gegangen mit dem Gedanken, dass wir es manches Mal nicht fühlen. Und dass es sich trotzdem lohnt, einen Schritt auf dich zuzugehen, weil du schon lange auf uns wartest. Und ich möchte dir danken für jeden, der das jetzt so ein bisschen irgendwie erleben konnte. Und ich möchte dich bitten, dass du damit noch lange nicht aufhörst, sondern dass wir durch diesen ganzen Gottesdienst einfach erleben, dass du da bist. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen, wenn ihr das gerne mögt. Ich feiere das, Easy, deinen Gedanken. Der war so stark, weil es ist doch so wahr, oder? Es ist so oft so, dass wir einfach Dinge nicht fühlen. Und bloß weil wir was nicht fühlen, heißt es ja, dass es deswegen noch lange, lange nicht verkehrt ist. Und ich freue mich so. Ich habe lange überlegt, ob wir diese Taufe machen. Und dann kam die erste Anmeldung rein. Der Andreas, wir werden ihn nachher vorstellen. Ich habe mich so unglaublich gefreut, weil es ist eine dieser Geschichten, wo Gott einfach einen Unterschied macht im Leben. Und jetzt die letzten Wochen kommt plötzlich der Tobias dazu. Unfassbar, wie er erlebt Gott und kommt über online zu uns und möchte sich taufen lassen. Ist das erste Mal bei uns im Gottesdienst. Das ist der Hammer. Oh. Das war Stand vor 15 Minuten. Jetzt freuen wir uns mega, Silke, dass du da bist und dass du dich heute auch taufen lässt. Und ich weiß nicht, ob noch jemand dazukommt oder nicht. Das geht nicht darum, dass wir jetzt irgendjemand überreden oder was. Es geht darum, dass wir Jesus erleben. Und ob du dich heute taufen lässt, ob du zu diesen Dreien gehörst oder nicht, ich wünsche dir, dass du Jesus erlebst. Weil das macht den Unterschied in unserem Leben. Wir werden jetzt zum Moment der Großzügigkeit kommen. Wir sind eine Freikirche. Ja? Wir werden immer wieder mal gefragt, ja, wie ist denn mit euch, mit Finanzen? Muss ich jetzt auch Kirchensteuer bezahlen, wenn ich zu euch gehe? Nein, bei uns gibt es keine Kirchensteuer, bei uns gibt es keine Mitgliedsbeiträge. Alles, was wir tun, können wir nur tun, weil Menschen sagen, ich möchte großzügig sein. Ich fühle mich beschenkt in meinem Leben, mir geht's gut, ich habe was zum Essen, mein Kühlschrank ist voll, ich habe ein Dach über dem Kopf, Gott versorgt mich gut und ich möchte auch etwas geben. Der größte Teil unserer Spenden kommt über Daueraufträge. Vielen Dank, wenn du dieses Opfer bringst und da so großzügig bist. Und auch jetzt gibt es die Möglichkeit, wenn du das gerne möchtest, einfach großzügig was mit einzulegen, was wir dann nutzen können, um diese Kirche weiter zu bauen. Die Behälter gehen durch die Reihen, sind schon unterwegs, ansonsten auch gerne digital. Dank für alles, was ihr gegeben habt. Wir kommen jetzt zur Predigt und ich will vielleicht gerade für die Besucher unter uns, die noch gar nicht wissen, was sie jetzt erwartet, einfach kurz erklären. Wir sind eine Multisite-Kirche, das heißt, wir haben Gottesdiensten an verschiedenen Orten und da gibt es manches Mal Sonntage, wo wir live vor Ort predigen und dann gibt es Gottesdienste, wo wir miteinander die gleiche Predigt hören aus unserem ersten und größten Standort in Karlsruhe. Und heute wird Henning predigen, den ich sehr schätze und ihr werdet es nachher auch gleich hören. Henning hat seinen ganz eigenen Humor. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Treffen gehabt, wo Henning dabei war und wir nicht mindestens einmal herzhaft gelacht haben. Aber das Schöne ist, dass er kein Clown ist, sondern dass er wirklich sehr ernst das meint, was er sagt. Und er ist seit kurzer Zeit zuständig für unsere Standorte und hat da eine überregionale Verantwortung. Ich wünsche dir eine gute Zeit mit dieser Predigt. Thank you.
Ja, ein herzliches Willkommen hier in Karlsruhe. Grüße gehen raus an die Karlsruhe Family, Rhein-Neckar, Kraichgau, Zabergäu. Schön, dass ihr dabei seid. Heute Morgen in alle Wohnzimmer, online, wo auch immer du dabei bist. Richtig schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Die letzten Worte, die letzte Predigt in der Serie Letzte Worte mit Henning. Also ich bin sozusagen das Letzte, was ihr in der Serie sehen werdet und hören werdet. Von daher, ich freue mich, heute hier zu sein. Letzten Worte ist eine ganz spannende Serie. Tolle Gedanken auf dem Weg Richtung Ostern. Nächste Woche ist Ostern. Ja, meine Kinder freuen sich schon drauf. Und von daher, ich finde die Serie richtig, richtig gut. Und Leute, wenn man über diese, wir haben ja 7 letzte Worte und ich darf heute wirklich über das letzte der 7 Worte in der letzten Predigt als letzter Prediger predigen. Das heißt, das hier ist der heiße Scheiß. Ja, das ist der Real Deal. Es ist nicht irgend so ein Überrest, über den ich sprechen darf, sondern heute geht's ins Eingemachte. Seid ihr ready? Ja, ein bisschen müde noch. Okay, gut, egal. Hey, wir machen ein bisschen Warm-up oder ein bisschen Warm-up zum Thema letzte Worte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich das höre, hey, berühmte letzte Worte, dann überlege ich schon für mich selber, fallen mir da selber irgendwelche Worte ein, die ich irgendwo mal gehört habe. Und tatsächlich gibt es ein berühmtes letztes Wort, was ich immer wieder bringe, zu Hause. Und zwar habe ich das von irgendeinem Stuttgarter Comedian mal gehört, ja, der gesagt hat, was sind die letzten Worte eines Audi-Fahrers? Rechts ist frei. Das ist so, ja, braucht länger. Das ist etwas, was ich immer wieder sage, wenn ich mit meiner Family im Auto unterwegs bin, ja, und dann wir fahren und Evelyn sagt, ja, rechts ist frei. Ich sage, oh, was sind die berühmten letzten Worte eines Audi-Fahrers? Ja, rechts ist frei. Und die Kinder können schon gar nicht mehr hören. Egal. Also, vielleicht hast du andere letzte Worte dabei. Spaß beiseite. Berühmte letzte Worte, jetzt mal unabhängig von einem Audi-Fahrer oder von Jesus. Warum sind letzte Worte so ein wichtiges Thema, eine Sache, wo man hinschaut? Und ich habe mal gegoogelt. Ja, so macht man das heute. Immer schon, eigentlich schon 20 Jahre. Und ich habe einen Spruch gefunden, der, finde ich, bringt das richtig auf den Punkt. Pass mal auf, der ist ein bisschen, ja, ist nicht aus der Bibel, pass auf, wirst du gleich merken. Letzte Worte, in ihnen können das ganze Leben und das ganze Sterben stecken, zusammengekocht auf einem Löffel, dem Leser wie Heroin gespritzt und zu dichten Trips zwischen Glück, Lächeln, Reue, Trauer und Horror führend. What a world! Richtig krass. Die letzten Worte, wie auf einem Löffel. Konzentrierend. So dicht die Message von dem Leben und Sterben eines Menschen in dieser Essenz zusammengekocht. Und wenn du das zu dir nimmst, bam, das macht was mit dir. Das verändert was. Das führt sozusagen ein bisschen diesen Vers oder diesen Spruch aufzuweichen, zu sagen, zu einer Bewusstseinserweiterung. Ja, wenn du das zu dir nimmst, dann führt es zu einer Bewusstseinserweiterung. Auf einmal siehst du Dinge anders. Und genauso wünsche ich mir das für die Predigt heute. Ich wünsche mir, dass wir in dieser Predigt heute so ein bisschen eine Bewusstseinserweiterung erleben. Ja, keine Sorge, es geht alles mit rechten Dingen zu, ja. No drugs. Aber es ist schon ein Thema und wenn wir uns jetzt mal das Leben von Jesus anschauen und seine berühmten letzten Worte, dann sind das krasse Worte. Weil das bedeutet, in der Zeit damals, an Ostern, an Karfreitag, da hat sich was zusammengebraut. Da ist etwas konzentriert worden. Alles, was vor Jesus war, alles, was nach Jesus war, alles hat sich konzentriert auf dieses eine Ereignis. Alles kam dort zusammen. In dieser Person von Jesus und in seinem Leben und in seinem Sterben lag so viel drin von Bedeutung für diese ganze Welt, für das Schicksal der Welt, für deins, für meins, dass es sich lohnt, da hinzuschauen, weil das ist vielleicht das wichtigste Ereignis, was je stattgefunden hat und damit seine Worte auch die wichtigsten Worte, die du vielleicht je hören wirst. Und diese Worte, wenn wir uns die heute zu Gemüte führen, dann sollte das was in unserem Leben verändern. Amen. Darum geht es heute, um nicht weniger. Und ich finde das Wort eigentlich spannend, weil dieser Löffel, fand ich eher am Ende, geben wir ja den Löffel ab. Schon mal gehört?
Ja? Am Ende geben wir einen Löffel ab. Und die Frage für mich ist heute, wenn wir den Löffel abgeben, was war da drauf? Was war deine Essenz von deinem Leben, von deinem Sterben? Wenn du den Löffel abgibst, was ist drauf? Kannst du schon mal als Takeaway mitnehmen für heute. Wir steigen ein in das Leben von Jesus. Wir gehen in die Zeit, wir sind jetzt ja heute eine Woche vor Ostern. Heute ist Palmsonntag, heute ist praktisch der Tag, wo damals, man hat damals nicht Ostern gefeiert, sondern damals hat man zu diesem Zeitpunkt Pessach gefeiert. Pessach ist ein Fest, was die Juden feiern, um sich an ein Ereignis zu erinnern, was ungefähr 1500 Jahre zurücklag. Was war das Ereignis? Es war die Befreiung Gottes aus der Sklaverei in Ägypten. Pessach. Sie erinnern sich bei Pessach an Befreiung. Das ist das Thema von Pessach. Das ist das Thema Palmsonntag, wo Menschen zusammengekommen sind. Es war der Moment, wo Gott mit starker Hand sein Volk rausgeführt hat. Rausgeführt hat aus der Sklaverei, raus aus dieser Unterdrückung. Mit starker Hand hat er sie rausgeführt aus Ägyptenland. Und es war sozusagen damals so eine Art Finale, wo sich die Leute darauf konzentrieren. Wer ist stärker? Der Pharao oder Gott? Wer ist stärker, der Pharao oder Gott? Wer von beiden wird am Ende gewinnen? Wer wird gewinnen und wer hat gewonnen? Gott hat gewonnen. Gott hat mit starker Hand sein Volk rausgeführt. Und heute oder damals in der Zeit von Jesus kamen die Menschen zusammen von all over the world. Die kamen zusammen, alle, die zum Volk gehörten, um sich daran zu erinnern. Und in den Leuten waren wie so zwei Gefühlswelten. Die eine war so, yes, unser Gott ist stark. Unser Gott hat uns damals rausgeführt mit starker Hand aus Ägypten. Er ist mächtig, er ist groß, er ist stark. Und die andere Gefühlswelt in ihnen war Trauer, war Verzweiflung, war Niedergeschlagenheit. Warum? Weil die Situation, in der sie das gefeiert haben, war nicht die beste. Sie waren wieder unterdrückt von den Römern. Sie waren wieder unter Besatzung. Und es ging ihnen wirklich nicht gut. Und sie haben gesagt, wann kommt dieser Gott, um uns wieder zu befreien? So wie damals. Damals im Pessach. Das gleiche Thema. Und dieses Mal hatten sie sogar Grund zur Hoffnung. Das erste Mal seit ganz vielen Jahren gab es Grund zur Hoffnung. Warum? Es gab einen Menschen, es gab einen Mann, der war unterwegs und der stimmte ziemlich genau in dem, was er tat, überein mit dem, was im Propheten Jesaja vorausgesagt wurde. Es könnte der Messias sein. Es könnte der Messias sein, der sie befreit mit starker Hand und sie rausführt, sie freisetzt. Dieser Jesus, der unterwegs war, der könnte es sein. Und deswegen war dieses Pessach ein ganz besonderes in der Zeit von Jesus, diese Woche vor Ostern, wo sie zusammengekommen sind und wo Jesus dort eingezogen ist. Das war, man kann sich ein bisschen vorstellen, so ein bisschen wie Endspielatmosphäre. Endspielatmosphäre, da war ein Knistern im Raum. Oh, seit gestern wieder auch in Deutschland. Ja, so, oh, wir dürfen ja doch mitspielen, macht Sinn. Ja, und so ein bisschen Hoffnung, dass da jetzt was passieren könnte. Denn jetzt könnte der Befreier antreten. Und ich habe gedacht, wie kriegen wir das heute so ein bisschen stimmungsmäßig rüber? Und ich dachte mir, was ist so ein Großereignis, was es gibt, wie so ein großes Endspiel ist, so ein großes Finale, und so vielleicht so ein bisschen in unserer Zeit liegt Ostern und so. Und da ist mir eins eingefallen, und zwar der Super Bowl. Ja? Hey, was ist das? Ja, pass auf, ich erkläre es gleich ein bisschen. Der Super Bowl ist ein Riesenereignis, wo über 100 Millionen Menschen dieses Sportereignis weltweit verfolgen. Das ist mehr wie im Livestream vom ICF Karlsruhe. Ja, das muss man einfach mal so stehen lassen. Ja? Wer weiß, wie es kommt. Hey, es ist ein Sportereignis, das ist mind-blowing, wirklich. Die haben 4 Flughäfen, das war in Las Vegas dieses Jahr, 4 Flughäfen für Privatjets und die waren alle ausgebucht. Ja, du konntest, pass auf, selbst wenn du das Geld hattest und einen Flieger, konntest du nicht mehr anreisen. Ja, weil kein Platz mehr war für deinen Jet. Crazy. Und bei Jesus damals war es ähnlich. Überfüllte Stadt und deswegen ist er auf den Esel ausgewichen. Er wusste um die Situation mit den Jets. Ja?
Und dachte, alternative Verkehrsmittel, außerdem umweltfreundlicher. Ich nehme meinen Esel. Ja? Ihr merkt schon, ich werde versuchen, in dieser Predigt diese zwei Themen zusammenzubringen. Den Super Bowl, American Football und Jesus damals vor Ostern. Ein Jet und ein Esel zu verkaufen. Es wird spannend, Leute. Ich versuche es hinzukriegen. Ich denke, es könnte funktionieren. Aber damit du diese Predigt ein bisschen verstehst, brauchst du so ein klein bisschen Wissen über den Super Bowl oder American Football. Ja, das erste ist, es sind zwei Mannschaften, die gegeneinander antreten. Ja, die einen und die anderen. Und wenn die gegeneinander antreten, dann haben die ein Spielgerät, und zwar einen Football. Einen Football, so sieht das aus. Ja, von der Form her, das passt schon wieder, schon fast wie ein Osterei. Ja, ich denke mir, die sind nicht fähig gewesen, einen normalen Ball zu machen. Ein American Football. Und das Ziel ist es, diesen Ball am Ende zu einer Person zu werfen, die in der Endzone steht, und diese Person fängt den Ball und dann Touchdown, dann hast du gewonnen. Ganz grober Zug, ja? Was du nicht tun darfst, ist dir zwischendrin den Ball klauen lassen, ja? Da gibt's eine Gegnermannschaft und die wird versuchen, dich zu tackeln, dich umzuhauen und diesen Ball von dir zu nehmen, um dann selber zu gewinnen. So, das ist alles, was du eigentlich über American Football wissen musst. Jetzt sagst du vielleicht, Henning, ganz ehrlich, American Football, ich check dieses Spiel nicht, ich gucke es seit Jahren, ich verstehe es einfach nicht. Die Regeln sind mir viel zu kompliziert und ganz ehrlich, es ist auch nicht mein Spiel, ich interessiere mich auch nicht für Sport. Wo ist der Ausgang? Ja? Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ganz ehrlich, so wie mit American Football und dem einen oder anderen hier geht es mir mit dem Glauben und mit Jesus. Das check ich nämlich auch nicht. Und die Regeln, die ihr Christen habt, die verstehe ich auch nicht. Pass auf, wenn du heute aus dem Gottesdienst rausgehst und hast dank meiner glorreichen Erklärung genauso viel gelernt über den Glauben wie über American Football, nämlich dass irgendeiner diesen Ball werfen muss und in der Endzone muss es jemand fangen und dann Touchdown, dann hat es sich schon gelohnt, dann hast du schon verstanden. Mehr musst du heute vielleicht gar nicht verstehen. Okay, pass auf, wir steigen ein. Was haben die Leute damals mit den Fans von heute von American Football gemeinsam? Genau eine Frage. Wer gewinnt das Finale? Wer gewinnt das Finale? Darum geht es. Und wer ist der Anwärter? Ist es dieser Jesus? Jesus, der 3 Jahre lang schon gezeigt hat, dass es eigentlich drauf hat. Ja? Der hat Wunder getan. Der ist übers Wasser gelaufen. Der hat Leute geheilt. Der hat gezeigt, dass es drauf hat. Er hat gezeigt, dass es drauf hat. Er hat sich von den Mächtigen der damaligen Zeit es nicht sagen lassen, sondern er war jemand, der einfach gezeigt hat, hey, der könnte am Ende das Finale gewinnen. Der könnte das für sich entscheiden. Und deswegen, wo er an Palmsonntag eingezogen ist, die Fanmeile war am Start. Ja? Die Leute sind gekommen, haben Palmwedel abgebrochen, auf den Weg gelegt. Daher der Name Palmsonntag, falls du dich fragst, wo das herkommt. Die haben Kleider hingelegt und die waren voll im Jubel. Ich dachte, hey, es ist vielleicht noch ein bisschen früh, auch in den Locations. Lass uns mal ein bisschen Jubel aufbringen. Lass uns mal ein bisschen aktiv werden. Ich glaube, das tut euch gut. Und mir auch, haben ein bisschen Pause. Genau, also, wir machen mal so kurz Jubel, Fanmeile. In den Locations, auf, jetzt auf, mehr. Ja, okay. Ich glaube, wir werden das Endspiel nicht gewinnen, aber egal. Und jetzt musst du dir vorstellen, und es war wie, wo Jesus eingeritten ist in Jerusalem, ja? Dann war das wie, er eingeritten ist und er hat diesen Football unterm Arm und er reitet Richtung Endzone und niemand und nichts kann ihn stoppen. Vielleicht kannst du dir das Bild dich nicht vorstellen und deswegen habe ich gedacht, ich bringe dir ein Bild mit, ja? Und zwar eins, wo ich mit KI mal gemacht habe und es kann ungefähr so aussehen, damit du mal eine Idee hast, ja? So ungefähr könnte es aussehen, wenn Jesus einreitet mit so einem Football unterm Arm. Nichts ist unmöglich heute, das ist unglaublich. Wofür steht dieser Football? Wofür steht dieser Football? Dieser Football steht für Leben. Für Leben. Ein Leben in Freiheit. Ein Leben ohne Unterdrückung. Ein Leben wertvoll. Leben. Das ist das, wonach sich die Menschen sehen, nach Frieden, nach Erfüllung. Sie sehen sich nach diesem Leben und dieses Leben liegt in den Händen von Jesus. Come on, Jesus! Du schaffst es! Ihr Leben in den Händen von Jesus, das Leben, wonach sie sich sehnen, sie sagen, dieser
bringt es in die Endzone. Dieser wird es schaffen. Und am Palmsonntag war sozusagen die Spieleröffnung. Heute ist Spieleröffnung. Nächste Woche ist Ostern. Und es sieht ganz gut aus am Anfang. Es sieht ganz gut aus. Montag, Dienstag, Mittwoch läuft durch. Dann kommt Gründonnerstag und Jesus sitzt das letzte Mal mit seinen Jungs zusammen, mit seinem Team. Und dann kündigt er an, dieses Spiel wird eine Wende nehmen. Er sagt, einer von euch wird mich verraten. Einer von euch wird das Team wechseln. Einer von euch wird versuchen, mir diesen Ball zu klauen und dem Gegner zuzuspielen. Und genauso kommt es. Jesus wird von Judas verraten. Jesus wird von Judas verraten. Judas spielt sozusagen Jesus in die Hände der hohen Priester. Und die hohen Priester nehmen ihn auf in ihre Hände. Und sie wiederum spielen es weiter Richtung Hoher Rat. Und der Hohe Rat, nimmt ihn auf und spielt ihn weiter Richtung Pilatus. Und Pilatus, nimmt ihn auf und spielt ihn weiter Richtung Herodes. Und Herodes wiederum nimmt ihn auf, zack, Rückpass zu Pilatus. Und Pilatus spielt Jesus ans Kreuz. Hin und her, hin und her. Und dort ist Jesus. Und die Frage ist, hat Gott das Spiel aus der Hand gegeben? Hat Gott das Spiel aus der Hand gegeben? Ist Jesus dieses Spiel entglitten? Hat er es nicht mehr im Griff gehabt? Vielleicht kennst du es aus deinem Leben, dass du manche Dinge einfach nicht im Griff hast. Du planst Dinge gut, du willst Dinge gut und am Ende entgleitet dir die Situation. Und ganz ehrlich, hier klingt es so und hier sieht es aus, als ob diese Situation Gott komplett entglitten ist. Und Jesus hängt dort am Kreuz. Und jeder denkt, Game over. Game over. Die Hand Gottes nicht stark genug. Finale verloren. So wirkt es. So sieht es aus. Und dann kommt dieser Moment. Dieses letzte Wort von Jesus. Wir lesen es in Lukas, da heißt es, am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Die Finsternis dauerte 3 Stunden. In dieser Zeit war die Sonne nicht zu sehen. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten mitten entzwei. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Jesus hängt am Kreuz, seine Hände festgenagelt am Holz, alle Augen auf ihn gerichtet und alle warten auf den Abpfiff. Und in dem Moment spielt Jesus den finalen Pass. Aus dem Nichts. Zur Überraschung aller Zuschauer, Jesus hatte den Ball immer noch. Jesus hatte immer noch das Leben in seiner Hand. Niemand konnte es ihm wegnehmen. Niemand. Alle haben versucht, es ihm wegzunehmen. Er wurde zum Spielball, aber er hat diesen Ball festgehalten. Er hat ihn festgehalten, bis er am Kreuz hing und wie der Verlierer aussah. Und in dem Moment spielt er den finalen Pass, indem er laut ruft. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er wirft den finalen Pass in die Endzone. Und in der Endzone steht sein Vater mit seinen starken Händen. Und er fängt den Ball. Touchdown! Gewonnen. Gewonnen. Am Kreuz der tote Leib. Aber das Leben von Jesus in den starken Händen seines Vaters. Touchdown.
Der Sieger steht fest. Und ich kann mir vorstellen, wie das für die Leute damals war. Wo sie diese Worte gehört haben. Ich weiß nicht, ob du Jesus jemals schreien gehört hast, rufen. Das steht mit lauter Stimme rufen, so wie ich das gerade gemacht habe. Das fährt durch Mark und Bein. Aber nicht nur, weil es laut war, sondern auch, weil sie die Worte kannten. Woher kannten die Worte? Weil dieses Volk jeden Abend gebetet hat, bevor es ins Bett gegangen ist. Vater, in deine Hände legen wir unseren Geist. Sie beten Psalm 31. Dort heißt es, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse die, sich halten an nichtige Götzen. Ich aber vertraue auf den Herrn. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Bevor sie die Augen zugemacht haben, in diesem todähnlichen Zustand, haben sie gebetet, Vater, in deine Hände legen wir unseren Geist. Und jetzt hängt Jesus am Kreuz. Und das ist das, was Jesus tut. Kurzer Reality-Check. Das klingt wie ein Widerspruch. Du übergibst mich nicht in die Hände meiner Feinde. Ganz ehrlich, Jesus hing am Kreuz. Er war in den Händen der Feinde, oder? Jesus, du stellst meine Füße, Vater, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Jesus, seine Füße festgenagelt am Holz. Das ist das Gegenteil von weiten Raum. Jesus, der Sieger? Nein, Jesus tot am Kreuz. Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder das ist reines Wunschdenken, was Jesus hier hat, oder es gibt mehr als nur das, was wir sehen. Es gibt eine weitere Realität. Jesus am Kreuz. Die sichtbare Realität war, er war dort und er war gestorben. Demnach war alles Wunschdenken. Aber es gibt vielleicht eine höhere Realität. Und die können wir nicht wahrnehmen, wenn wir nicht die Augen haben zu sehen, wenn wir nicht die Ohren haben zu hören. Jesus hat immer wieder drüber gesprochen. Baut nicht nur auf das, was ihr seht, sondern es gibt da etwas, was drüber ist, was größer ist. Es gibt wie eine andere Realität. Wie war die Stimmung unter dem Kreuz, nachdem Jesus gestorben war? Die Stimmung war nicht gut. Alle haben geweint, alle waren, es war dunkel, Vorhang zerrissen, es war Chaos. Wo wurde der Sieg gefeiert? Im Himmel. Da war Party. Yes, er hat's geschafft! Yeah! Woo! Was kriegst du davon mit? Nix. Nix. Es gibt eine andere Realität. Und unser Leben, dein Leben und mein Leben hat seinen Ursprung und sein Ziel auch in einer anderen Realität. Und unser Leben, dein Leben und mein Leben ist verankert in den starken Händen Gottes. Aber wir sind uns dessen ganz, ganz selten bewusst. Vielleicht hast du es auch noch nie gehört. Und du hörst es heute zum ersten Mal. Wo ich die Worte gehört habe, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, habe ich mir gedacht, wo kommen diese Hände Gottes das erste Mal vor? Und das ist im Schöpfungsbericht, ganz am Anfang. Da heißt es in 1. Mose 2, Vers 7, da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Was tut Gott in dem Moment? Er nimmt seine Hände und er formt. Er nimmt Erde, Staub und er formt es zum Menschen. Und dann haucht er den Lebensatem ein. Zwei Dinge kommen hier zusammen. Einmal etwas Irdisches, der Leib, und etwas Göttliches, der Odem, der Atem, die Seele kommt rein, Nefesh. Und in dem Moment verbinden sich zwei Dinge. Und was passiert, was kennen wir? Das, was wir sehen können, wird irgendwann wieder zur Erde. Aber was ist mit dem Zweiten? Was ist mit dem, was da drin ist? Was ist mit dem, was göttlich ist? Es geht wieder zurück in die Hände des Vaters. Jesus legt seinen Geist wieder zurück in die Hände von dem, der ihn geformt hat. Und damit schließt sich ein Kreis. Die letzten Worte von Jesus waren nicht nur letzte Worte. Es war das Letzte, was er getan hat. Es war das Letzte, was er getan hat. Das ist die letzte Tat von Jesus, ein aktives Handeln zu sagen, ich lege meinen Geist in deine Hände. Das ist etwas, was ich tue und nicht nur etwas, was ich ausspreche. Und die Frage für uns ist, an wen oder was richten wir später irgendwann mal unsere letzten Worte? Was
ist das, was du und ich am Ende tun sollten? Was ist das, was passieren soll? Und Jesus sagt uns einfach, wirf den Ball. Wirf den Ball. Jesus sagte mal Folgendes zu seinen Jüngern. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Ich den Ball nochmal. Darum geht es. Er sagt, wenn du dich an dein Leben klammerst, wenn du das festhältst und sagst, ich spiele das Ding nicht ab, ich liebe mein Leben, ich will selber entscheiden und da ist die Endzone. Die Endzone bedeutet, danach ist fertig und du weißt nicht, wie es weitergeht. Und du versuchst durchzukommen, aber du wirst getackelt und manchmal fühlt sich dein Leben an wie ein Sieg. Yes, du kommst ein paar Meter näher und dann wirst du weggeblockt. Und dann geht es wieder nach hinten. Und es gibt nur einen, der Passempfänger sein kann am Ende deines Lebens. Das ist Gott selber. Und Jesus steht in der Endzone und sagt, spiel den Ball. Komm, spiel den Ball. Wirf den Ball. Ich habe die Kraft, dein Leben zu halten. Ich habe mächtige Hände, ich habe starke Hände. Ich habe dir das Leben geschenkt. Aber ich habe es dir geschenkt und ich will auch derjenige sein, der dein Leben aufnimmt in Ewigkeit. Spiel den Ball. Spiel den Ball. Die Szene am Kreuz ist Hammer. Einer sagt, hey, mach doch was, du bist doch Gottes Sohn. Komm, zeig, dass du es drauf hast. Steig runter vom Kreuz. Ja? Und wie oft sind wir dabei, Gott anzugleichen? Hey, wo ist dein Gott, der so stark ist? Wo ist dein Gott, der so mächtig ist? Warum macht dein Gott nichts? Und so weiter. Und ich kann nicht an den Gott glauben. Und es gibt einen nebendran. Was macht der? Der spielt den Ball. Er sagt, Jesus, wenn du da drüben bist in der Endzone, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Denk an mich. Ich bin bereit zu werfen. Und was sagt Jesus? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich fang deinen Ball. Das ist das, worum es geht. Die Essenz, dieser Löffel von Jesus. Sein ganzes Leben, alles zusammengefasst auf einen Moment. Diese Essenz von was war vorher, was kommt danach. Zusammengefasst auf den Löffel, was sind die letzten Worte? Lege dein Leben in Gottes Hände. Das ist das, was Gott dir weitergibt. Lege dein Leben in Gottes Hände. Darum geht's. That's the message. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, das zu tun. Heute haben wir Taufen in Karlsruhe, auch in den Locations vielleicht, wo Menschen sagen, hey, das ist das, was ich tue. In dieser Realität, dass Leute das sehen, aber auch in der anderen Realität. Ich werfe den Ball, ich lege mein Leben in die Hände Gottes. Das ist das, was ich tue. Aber vielleicht bist du heute hier oder du bist zu Hause im Wohnzimmer oder im Auto unterwegs und du hörst diese Predigt und denkst, genau das ist es. Ich brauche jemanden, der mich hält, der mein Leben hält. Ich brauche jemanden, dem ich mich anvertrauen kann, von dem ich weiß, dass er mich hält im Hier, aber auch in Zukunft. Und ich würde gerne diesen Ball spielen. Dann hast du heute und jetzt die Möglichkeit, das zu tun. Wir stehen gemeinsam auf am Ende dieser Predigt. Lass uns gemeinsam aufstehen, auch in den Locations. Auch zu Hause, vom Wohnzimmer, von deinem Couch, steh auf. Wenn du Auto fährst, bleib sitzen. Bitte. Und wenn du sagst, it's so simple, es ist wirklich so einfach. Ich brauche keinen Glaubensgrundkurs, ich brauche keine Theologie studieren und was. Ich brauche nur so genauso viel Wissen über American Football wie über Jesus. Genau diese eine Sache. Ich kann ihn anspielen. Er ist mein Passempfänger, mit ihm gewinne ich. Dann lade ich dich ein, mit mir die letzten Worte Jesu mitzubeten an der Stelle, wo du bist. Du musst nicht alles kapiert haben. Du musst nur in deinem Herzen wissen, dass es stimmt. Und das ist deine Sache, darauf zu vertrauen. Und dann sprich einfach mit mir diese Worte und sag, Vater, heute lege ich mein Leben in deine Hände. Und wenn du Bock hast, dann mach eine Wurfbewegung. Einfach, um das zu verstärken. Seid ihr ready? Du musst es nicht beten.
Es ist kein Zwang, kein Druck, aber es ist eine Chance für dich, das heute zu tun. Deswegen, Vater, wir beten jetzt einfach, wir kommen vor dich, wir stehen vor dir und wir halten das Leben, was du uns geschenkt hast, in unseren Händen. Du kannst es für dich halten, so wie du möchtest. Und wenn du möchtest, dann bete jetzt mit mir diese Worte. Vater, in deine Hände lege ich mein Leben. Und Gott fängt deinen Ball und Gott fängt deinen Ball. Und auch wenn du es jetzt nicht spürst, es ist ruhig hier. Ja, aber im Himmel ist Party. Wir bringen ein bisschen Party hier in unseren Raum rein, auch in den Locations. Lasst uns Gott einen Applaus geben. Danke dafür, dass er wirklich unser Leben fängt. Danke, Jesus. Und ich darf dir das wirklich zusprechen. Dein Leben ist sicher in Gottes Hand. Und du darfst auch im Anschluss einfach Kontakt zur Kirche aufnehmen, zu Leuten sagen, hey, ich habe mein Leben in Gottes Hand gegeben, wie geht's weiter? Ja, oder einfach im Anschluss an Gottesdienst in den Locations. Komm zum Kreuz, komm zum Face-to-Face-Team und sag, hey, das habe ich gemacht, wie geht's für mich weiter? Die Leute wissen Bescheid. Ja, they will hug you, die werden dich umarmen, werden dich willkommen heißen. Danke, Jesus, für das, was du tust. Danke, dass du ein starker Gott bist, der mächtige Hand hat. Ich danke dir, dass wir sicher sind, in deinen Händen. Ich danke dir für Ostern. Ich danke dir für das, was jetzt vor uns liegt, dass wir uns wirklich freuen dürfen auf die Tage, die kommen, dass wir wirklich feiern dürfen, dass du der Sieger bist. Danke für das, was du getan hast, dass du den Kurs der Welt verändert hast. In deinen Händen liegt unser Leben. Dir sei die Ehre. Amen. Amen. Mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen steh ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir steh ich auf festem Grund. Mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen steh ich hier. Ich lasse los, du wirst in meiner Mut. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir steh ich auf besten Grund. Auf festem Grund.
Ja, ich hatte das Vorrecht, das Super Bowl-Finale dieses Jahr zu sehen mit einigen, die auch heute hier sind. Und es war relativ, oder Johannes war auch dabei, es war relativ klar eigentlich bis zum Ende, wer gewinnt. Aber in den allerletzten Sekunden hat sich das Blatt komplett gedreht. Und das sage ich jetzt nicht, um anzugeben, weil ich es das erste Mal geschafft habe, nicht einzuschlafen. Das ist ja immer mitten in der Nacht. Sondern ich erzähle das deswegen, weil du vielleicht nicht fühlst, dass du am Ende noch gewinnen kannst. Aber Gott ist so stark, er kann ganz am Schluss nochmal alles drehen. Und vielleicht bist du noch lange nicht am Schluss, er kann es auch für dich drehen. Amen. Dürft ihr euch gerne noch einen Moment setzen? Ich möchte euch jetzt einladen für das, was kommt in der nächsten Woche, bevor wir uns dann voll und ganz der Taufe widmen. Wir werden an Karfreitag in der alten Tanzhalle in Wiesloch um 15 Uhr, also zur Sterbestunde, uns einfach daran erinnern, was damals passiert ist. Das, was Henning gerade so anschaulich erklärt hat, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und warum er das getan hat. Wir werden darüber nachdenken. Es wird eine Experience sein, also es wird kein klassischer Gottesdienst. Kannst dich sehr darauf freuen. Du bist herzlich eingeladen. Und am Ostersonntag feiern wir natürlich Ostern miteinander hier um 10.30 Uhr im Luxor-Kino. So, jetzt kommen wir zur Taufe. Und bevor ich euch auf die Bühne bitte, will ich ganz kurz ein paar Worte sagen, weil es ganz oft so ist, dass Leute da sind, die sich wundern, wie wir Taufe praktizieren. Und ich möchte kurz erklären, was Taufe für uns bedeutet, wie wir die Taufe verstehen. Weil in unserem Land kennen viele Taufe nur als das, was die Landeskirchen mit den kleinen Säuglingen machen. Biblisch gesehen ist es so, dass in der Zeit des Neuen Testaments, auch zur Zeit, eben gerade zur Zeit von Jesus, Menschen eine Entscheidung für den Glauben getroffen haben. Irgendwann, sie haben Jesus getroffen oder vorher schon Johannes den Täufer oder verschiedene andere und haben irgendwann gemerkt, in meinem Leben spielt Glaube eine große Rolle und ich möchte zeigen nach außen, dass die Leute sehen, dass ich von jetzt an wirklich meinen Glauben leben möchte. Und dann hat man getauft. Taufe im Griechischen ist Baptiza, das heißt eigentlich nichts anderes wie untertauchen. Und das ist ein Symbol dafür, dass das Alte stirbt sozusagen, ja, deswegen das Untertauchen wie ins Grab gelegt werden. Aber, und das werden die Täuflinge nachher merken, wichtiger noch ist das, was danach kommt, nämlich, dass man wieder auftaucht und neues Leben hat. So, das ist das Symbol der Taufe und das tun wir hier auch. Alle, die heute sich taufen lassen, haben sich entschieden, haben gesagt, ich habe was in meinem Leben erlebt, ich habe Jesus erlebt, er hat mir vergeben, er hat mir neues Leben gegeben. Und ich möchte, dass die Menschen um mich herum heute das sehen und ich möchte das als offizielles Zeugnis einfach vor der ganzen Welt, vor der sichtbaren, von der unsichtbaren Welt einfach zeigen. Das wird das sein, was wir heute tun. Ich werde nachher am Taufbecken, vielleicht verstehst du es nicht so gut wegen der Akustik, wenn wir draußen sind, ich werde fragen, glaubst du, dass genau das für dich passiert ist, nämlich dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er dir neues Leben gibt und du ab jetzt ein Kind Gottes sein kannst? Und wenn dann die Täuflinge mit Ja antworten, dann dürfen wir euch taufen. Darauf freue ich mich mega. So, jetzt ist soweit. Kommt doch bitte nach vorne. Die drei Täuflinge und auch die Begleiter dazu. Wir müssen jetzt ein bisschen zusammenrutschen. Yes, ja. So, gut sehen sie aus, oder? Yes. So, jetzt müssen wir ein bisschen zusammenrutschen, aber das macht nichts. Komm, wir machen es jetzt einfach so. Andreas, komm doch mal mit vor. Wir starten nämlich jetzt mit dir. Andreas hat gebeten, dass wir seine Geschichte erzählen. Es ist mir eine große Ehre. Andreas gehört zu unserem Technikteam, ist einer, der hier Verantwortung auch übernimmt, dass Gottesdienste stattfinden können. Und ich finde es so schön, dass du heute dich taufen lässt und eben nicht nur so diesen anderen Bereich dieses Mitarbeitens erlebt hast bei uns, sondern dass du auch Jesus erlebt hast. Und ich lese für dich einfach vor, was du quasi dir aufgeschrieben hast.
und was du uns gerne mitteilen möchtest. Für den heutigen Tag habe ich mich entschlossen, meinen Glauben öffentlich zu bekennen und meine Verbindung zu Gott durch die Taufe zu vertiefen. Dieser Moment markiert einen bedeutenden Schritt in meinem Lebensweg. Denn von vielen wichtigen Begegnungen und Erfahrungen wurde dieser Weg geprägt. Als ich einem guten Freund davon erzählt habe, kamen einige Fragen auf. Drei dieser Fragen möchte ich aufgreifen. Warum jetzt? Warum nicht schon früher? Und warum nicht, wenn ich meine bestehende Krise voll überwunden habe? Eigentlich sind diese Fragen einfach zu beantworten. Warum nicht früher? Ich habe mich noch nicht bereit gefühlt. Und warum nicht nach den Krisen? Gott half mir in jeder Krise. Also warum nicht auch in der Krise taufen lassen? Und warum gerade jetzt? Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich erinnere mich an eine Zeit zurück, als mein Vater mir die wundervollen Menschen geschickt hat. Ihre Unterstützung, ihre Liebe, Kraft und Halt, die ich so dringend brauchte. Und das hat mir nicht nur aus meiner tiefen Lebenskrise herausgeholfen, sondern auch den Glauben und das Vertrauen zu Gott zurückgegeben. Heute, in diesem Moment der Taufe, möchte ich meine Dankbarkeit für die Menschen ausdrücken, die mich auf meinem Weg begleitet haben. Insbesondere für diesen einen besonderen Menschen. Ich bin dankbar für ihre Liebe, ihre Unterstützung und ihre Ermutigung. Und ich bin dankbar für die Gemeinschaft, die heute hier versammelt ist, um diesen wichtigen Schritt mit mir zu gehen. Andreas, dein Taufvers, den ich dir lesen möchte, ist Jesaja 43, 1b. Und da heißt es: Hab keine Angst, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst mir. Das spricht Gott zu dir. Und ich möchte dich noch segnen, bevor wir zum nächsten kommen. Jesus, dieser Moment, der bewegt mich, weil das ist einer der Momente, für den wir Kirche bauen. Es ist einer der Momente, wo sichtbar wird, dass du ein lebendiger Gott bist, der Leben verändert. Es ist so ein besonderer Moment und ich bete, dass dieser Moment für Andreas genau das ist, was er sich wünscht. Ein Moment der Gemeinschaft, aber auch ein Moment der Veränderung. Ein Moment, der nicht nur zurückschaut auf das, was du in seinem Leben bis heute getan hast, sondern ein Moment, von dem ab wieder Neues beginnt. Danke, Jesus, dass du ihn hältst und mit und für ihn bist. Amen. Gut. Also, wie ihr schon gehört habt, bin ich heute zum ersten Mal hier. Und Dankeschön. Und ich hoffe auch einfach, hier eine Familie im Glauben zu finden, die mir einfach schon so lange fehlt. Und der Grund, warum ich mich taufen lasse, ist folgender. Ich bekenne hier für euch, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du, Jesus Christus, mein Herr und mein Gott bist. Dass ich auf ewig dir nachfolge und auf ewig dein Jünger bin. Und gerade noch kurz so ein bisschen zum aktuellen Themen von mir oder so ein bisschen den Hintergrund meiner aktuellen Situation. Seit Anfang letzten Jahres mache ich die schwerste Zeit in meinem Leben durch. Ich bin an Depressionen erkrankt. Meine Freundin hat sich nach mehreren Jahren von mir getrennt. Ich habe über 20 Kilo zugenommen und hatte auch oft mit Selbstmordgedanken zu kämpfen. Und ich würde so im Nachhinein sagen, der einzige Grund, warum ich noch lebe, ist, sind unter anderem meine Eltern und Jesus. Und aber, ganz großes Aber, weil egal wie schlimm die Zeit ist,
ist meine Beziehung zu Gott stärker geworden als jemals zuvor. Ich merke einfach, wie er mich ständig verändert. Ein Beispiel wäre vielleicht, dass ich einfach viel mehr göttliche Prinzipien leben möchte und auch göttliche Werte mich daran halten möchte. Und so hat mich Jesus zum Beispiel so sehr verändert, dass ich eigentlich nur noch Sex in der Ehe möchte und dass ich gerne mit Freude den Zehnten gebe. Und seit dieses Jahr hat Jesus mich auch von meiner Pornosucht und meiner Selbstbefriedigungssucht befreit. Und ich lese mehr Bibel, ich verbringe mehr Zeit mit Jesus und bin einfach ihm so dankbar. Und ich möchte an der Stelle euch auch ermutigen, jeder, der auch in so einer Situation ist, dass er mit Depressionen zu kämpfen hat oder einfach durch eine extrem schwierige Zeit geht, kann ich euch nur den Tipp geben, haltet weiter an Gott fest, denn er ist immer bei uns und er lässt uns nie alleine. Und ich möchte euch auch ermutigen, falls ihr so Probleme habt, ich kenne das selber, man will da nicht großartig drüber reden, man behält es lieber für sich, man schluckt alles in sich rein. Ich kann euch nur empfehlen, steht dazu, sucht euch Hilfe, redet mit Freunden, mit euren Familien, hier mit den Mitgliedern der Kirche und sucht euch die Hilfe, die ihr braucht. Genau, danke. Danke, Tobias. Ich möchte den Taufvers lesen in Philipper 3, Vers 8, ein ganz toller Vers. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Ja, Herr, ich danke dir, dass ich Tobias heute kennenlernen durfte, Herr. Und was viel wichtiger ist, Herr, dass er dich kennengelernt hat, Herr, dass du ihm begegnet bist, dass du sein Freund geworden bist, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass ich ihn jetzt segnen darf in deinem Namen, Herr. Und ich möchte ihn jetzt segnen, Herr, möchte ich bitten, Herr, dass du ihn jetzt auch in seinem zukünftigen Leben beistehst, dass du ihn jetzt ganz neu in deine Hände nimmst, Herr, ihn spüren lässt, dass du ihn trägst, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du ihm Kraft gibst, Mut gibst, Herr, und den Frieden gibst, Herr, und einfach bei ihm bist, ihn begleitest, Herr. Ich segne ihn in deinem Namen, Herr, und bitte ich, Herr, dass du noch großartige Dinge mit ihm und durch ihn tust, Herr. Lobpreis sei dir, Herr. Amen. Ja, bis heute Morgen wusste wohl keiner, was ich heute hier mache. Meine Geschichte aktuell ist wirklich die, dass ich im Brunnen so ganz unten angekommen war. Und dank euch allen hier in den letzten Wochen bin ich jetzt so 2 Steps nach oben gegangen. Es gibt ganz wichtige Menschen in meinem Leben. Meine Tochter Annika, mein damaliger Mann Timo, der damals viel geholfen hat. Ich war vor 20 Jahren schwer krank und bin auch hier. Ja, die Gabriele und der Johnny, die gerade total hinter mir stehen, viele Freunde. Und es gibt mir gerade einfach sehr viel Kraft in einem Tief, wo ich jetzt sage, ich spüre Gemeinschaft, ich spüre Gott und Liebe, ich spüre euch und ja, bin sehr dankbar. Genau. Liebe Silke, das ist so schön, dass du heute da bist. Es ist wirklich eine riesen, riesen Freude und ich will dir deinen Taufvers noch vorlesen. Aus Jeremia 31, Vers 3. Der Herr ist mir erschienen von Ferne und sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Lieber Vater, ich danke dir so sehr, dass du die Silke geschaffen hast. Du hast das Material genommen, um sie zu formen, so wie sie ist. Und du hast ihr dein Leben, Lebensatem eingehaucht. Du hast sie geliebt von Anfang an. Und ich danke dir so sehr, dass sie das spüren kann und dass sie das merken kann und dass sie dieses Leben an dich zurückpassen kann, dass sie ihr Leben in deine Hände legt. Und ich danke dir von Herzen, dass deine Hände das Beste sind, das ihr passieren kann und das, was sie festhält. Und ich segne dich, liebe Silke, mit der Liebe, die dich von Anfang an geliebt hat und die dich niemals loslassen wird. Amen. Gut, vielen Dank. Wir werden jetzt rausgehen. Lasst uns zügig nach draußen gehen, ums Taufbecken aufstellen. Ihr braucht keine Angst haben. Also ihr könnt ruhig näher kommen.
einfach, dass wir mit den Täuflingen zusammen diesen ganz besonderen Moment in eurem Leben erleben. Danach gibt es noch ein Schlückchen Sekt zum Anstoßen, einfach, dass ihr schon mal gehört habt, was euch gleich erwartet.